Ahoi, liebe Zielgruppe, bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder auf Reisen. Wo es hingeht und vieles mehr erfahrt ihr nach unserem Intro. Ja, wir haben schon die erste Nacht übernachtet und zwar, was man halt in der Nacht macht, da übernachtet man ja auch. Wir sind in Oschersleben, mussten notgedrungen aufgrund einer wichtigen technischen Schwierigkeit namens Internet nochmal schnell nach Oschersleben. Das haben wir natürlich genutzt, so konnte ich wenigstens meine Eltern wiedersehen. Genau, war ein schöner Abend auf jeden Fall. Ja, konnte nicht wirklich viel was mit meinen Eltern machen, aber sind doppelt geimpft. Das freut uns sehr. Das heißt, da ist bald der Schutz da. Das heißt, sie können machen, was sie wollen. Können wir jetzt auch schon machen, aber da können sie noch mehr machen. Und ja, da haben wir gedacht, dann testen wir doch einfach den Platz hier in Oschersleben auf. Den haben wir euch schon mindestens zweimal vorgestellt. Das letzte Mal bei dem Video Tor zum Harz. Man kann auf jeden Fall sagen, Daumen hoch für den Platz. Toll. Genau. Also hier sind gerade 7 Fahrzeuge. Wir haben gedacht, wow, so viele schon. Wir sind mitten in der Woche. Ja, aber so ist das nun mal. Wir wollen in dieser Tour Richtung Alpen wieder fahren. Wieder in die Schweiz. Das ist so unser Ziel. Wollen dann auch noch ein bisschen am Bodensee, also eigentlich fast dieselbe Tour wie letztes Mal, bloß ein bisschen anders. Weil ich wollte gerade sagen, andere Plätze und so weiter, also andere Destinationen wollen wir kennenlernen natürlich. Genau, und da lassen wir uns einfach überraschen. Wir haben nämlich bis auf nächste Woche Freitag keinen Plan, was wir machen. Das ist alles jetzt spontan. Was ich aber jetzt weiß, wir fahren jetzt nach Erfurt, da gibt es einen richtig super geilen DDR-Softeis-Laden. Da fahren wir jetzt hin, da freut mein Herz schon. Und diesmal ohne Verletzung, nicht so wie beim letzten Mal. Somit machen wir uns jetzt auf nach Erfurt und ob wir noch irgendwas zeigen zwischendurch, naja, das sehen wir dann. Ob es irgendwas Spannendes gibt, dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal melden. Und hoffentlich ist es kein Stau. Ich hoffe auch. Such a wonderful delight. Ja, wir waren gerade einkaufen. Oh ja. Weil wir gedacht haben, beziehungsweise weil ich nachgesehen habe, oh. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Der Eisladen macht heute erst 12 Uhr auf. Dementsprechend brauchen wir noch nicht da sein, wenn wir noch nicht da sein müssen. Leider Gottes hatte jetzt der Einkaufsladen kein frische Bäcker. Dann hätten wir uns nämlich jetzt noch ein frisches Brot mitgenommen. Hätten wir vielleicht so eine kleine Brotzeit jetzt auch noch gemacht. Wir werden irgendwas anderes hinkriegen. Also Aufschnitt haben wir und wir haben auch notfalls noch Brötchen und Toastbrot. Also von daher alles irgendwie dabei. Ja, aber das wäre jetzt so eine Scheibe Brot, wäre ja, glaube ich nicht, dass wir. Vielleicht kommen wir ja am Bäcker noch vorbei, weil ein paar Kilometer haben wir noch bis zu dem Eiscafé Schneemilch, glaube ich, heißt er, ne? Ja, irgendwie sowas. Genau. Auf jeden Fall, ja, die erste Tour war schon relativ, ja, über Land und anstrengend, viele LKWs. Aber ehrlich gesagt, ich muss es jetzt hier mal loswerden. Ich bin froh, dass ich die 160 PS Maschine habe. Mit der 140 PS Maschine, sorry, aber das geht gar nicht. Das Auto ist dafür nicht ausgelegt. Das ist einfach, Überholmanöver kannst du komplett vergessen. Da brauchst du gar nicht erst anfangen. Warum sagen wir das? Weil wir hatten ja wirklich Anfang des Jahres überlegt, jetzt reicht's uns, wir canceln alles. Und wir holen uns die 140 PS Maschine dafür mit der richtigen Ausstattung oder einigermaßen der richtigen Ausstattung. Ja, doch, es war eigentlich. Ja, die Außenfarbe hat nicht gepasst, aber ansonsten alles gut. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, ehrlich gesagt. Ja, ja, und ansonsten gab es ja noch ein Update, genau, weil die Leuchte ja angegangen ist, die Motorstörlampe oder Motorkontrolllampe, so heißt es, genau. Leuchte, ja, Entschuldigung, fachmännisch gesagt. Und die haben auf jeden Fall ein Update gemacht und ja, was soll ich sagen? Ich finde, der Wagen fährt anders, also besser eigentlich, weil vorher war es immer so, dass das Getriebe irgendwie so komisch geschaltet hat. Also was heißt komisch geschaltet? Komisch geschaltet nicht, sondern wenn es bergauf ging, dann schaltet es einen Gang runter. Ist auch normal. Aber es hat vorher nicht irgendwie wieder hochgeschaltet. Also das hat dann ewig gedauert. Erst wenn es mal ein bisschen leicht wieder bergab ging, dann hat es wieder in den nächsten höheren Gang geschaltet. Das ist jetzt weg. Also keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Aber es ist auf jeden Fall
besser, weil verbraucht dann weniger Sprit. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du vorher immer im Eco-Modus gefahren bist. Das ist ja vielleicht dann anders geschaltet. Nein. Das hatte ich ja ausprobiert. Deswegen bin ich ja dann in Eco-Modus gewechselt. Aber auch da hatte er so komische Schaltmanöver, wo ich gedacht habe, was ist das denn? Egal. Auf jeden Fall läuft das ganz gut, ja. Das ist das Update, was wir euch sagen können, weil wir können euch immer noch nicht sagen, wo es heute weiter hingeht. Wie gesagt, Richtung Süden, so viel wissen wir Bescheid. Und wie gesagt... Jetzt gibt es erstmal ein Eis und dann schauen wir, wo wir den Stopp machen. Genau, und dann werden wir einfach mal noch gucken, was der Tag so bringt. Wetter ist nicht so gut, aber... Ist der Beginn des Urlaubs, das wird besser. Das stört uns nicht. So, dann wollen wir mal jetzt zur Eisdiele fahren, ne? Los geht's! Bin traurig. Er hat kein Eis gekriegt. Der Laden hat einfach zugehabt. Heute Ruhetag. Ja, war natürlich nirgendwo zu finden im Internet. Ist ja wieder ja doof, aber... Wie gesagt, auf deren Internetseite steht immer ab 12 Uhr. Die haben eine Facebook-Seite, da war aber nichts... Nichts Aktuelles. Ja. Nun bin ich traurig. Nun sind wir weitergefahren. Ich bin immer noch traurig. Ja, aber wir machen jetzt eine Brotzeit auf jeden Fall. Denn wir haben Brot besorgt. Bei Schmitz Backstube. Ja, das Brot, das sah ganz gut aus. Also von daher, ja. Das und du kriegst noch was anderes Leckeres. Genau. Denn hier, also nicht hier, aber in Thüringen, da haben sie wenigstens dieses schöne Schleckerschnee. Das gibt's ja, gab's früher nur bei uns beim Real. Aber da habe ich jetzt was wenigstens. Und wir sind jetzt in Mannenstadt. Auf jeden Fall in Bayern. In Bayern sind wir jetzt auf jeden Fall. Auf einem Kosten... Münnerstadt oder so, ne? Münnerstadt, genau. Auf einem kostenlosen Stellplatz. Ja, ich würde sagen so für 7-8 Wohnmobile vielleicht. Kann ich nicht genau sagen. Es gibt hier Strom. Na, eigentlich nur für 4 Wohnmobile. Ja. Da drüben... Ist die Frage, ob da wirklich welche stehen soll, weil wenn dann noch mehr von diesen Dingern stehen, kommst du erstmal schön nicht raus. Also ich glaube... Ich wollte gerade sagen, da gegenüber, dort in die Richtung, steht ein Riesenteil, also ja, alt, aber riesig halt, wie so ein Bus so groß. Also naja, gut, egal. Ich denke mal, das passt hier schon. Also wir werden wohl dann hier auch bleiben. Genau, 3 Tage darf man hier bleiben, hat sogar Fähr- und Entsorgung, brauchen wir aber alles nicht. Wir werden euch den Platz auch nicht zeigen, haben wir über die App Park for Night gefunden. Also zum Durchreisen, top. Ne, ganz ehrlich, ist auch empfehlenswert. Und man kann hier überall einkaufen. Wir gucken nachher wahrscheinlich nochmal in die Stadt rein. Genau, wenn wir da was Schönes finden, dann zeigen wir euch das natürlich. Weil jetzt haben wir 14 Uhr, wir haben entschlossen, wir fahren nicht weiter, weil wir müssen uns doch so einiges noch durchlesen wegen Einreise in der Schweiz. Ja, und das ändert sich ja andauernd. Oh, das ist ja grauenhaft. Aber jetzt machen wir eine Brotzeit. Stefan kriegt den schönen lahmen Arm und das sehe ich ihm ja an und deshalb Mahlzeit. Essen wir was. So. Das Brot war richtig lecker. Meine Güte, das kennen wir gar nicht so gut, ne? Also das war so ein richtig... Also das war mal richtig Handwerkskunst, würde ich sagen. Ja. Ja. Freuen wir uns auch auf morgen schon. Genau, da haben wir nämlich noch ein bisschen was. Was ich auch schön finde, das sind kleine Brote. Also das sind nicht immer diese Riesenflatschen, wo man sagen kann, ja super, so viel essen wir gar nicht, weil man muss sagen, es gibt nichts Besseres als frisches Brot. Ja. Und das ist natürlich blöde, wenn es das nicht gibt. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg. Ihr seht ja, wir laufen mal. Ne? Es wird immer sich beschwert, dass wir immer so viele Standbilder haben. Und so viel Essen. Ja, deshalb ja. Haben wir das Essen nicht gefilmt, sondern genau. Wir machen jetzt den Stand. Wir schauen uns mal den Ort an. Sieht schon auf dem ersten Blick sehr gut aus. Also, ja, da wollte ich. Ich finde es sehr interessant, was das da ist. Bundesausbildungszentrum der Bestatter. Also, falls ihr mal Bestatter werden wollt. Falls man das sehen kann. Das macht man hier. Ja, also, gut, okay. Ist sehr interessant. Ja, naja. Wir stehen nicht umsonst in der Seminarstraße. Also, das hat ja schon was zu sagen da hier. Wir schauen mal, was wir für euch so finden. Also, kommt einfach mal mit. Give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. Say that I love you.
we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, ooh. So, wir haben ein Eis. Dings gefunden. Es krümelt. Weiße Schokolade runter. Genau. Ich überlege gerade, es ist eine unserer ersten Eis wieder, ne? Also wir haben... Ehrlich gesagt, ja. Also zwar in Klaus-Herzellerfeld hat man mal wieder ein Eis gehabt, aber ja. Das ist jetzt urlaubstechnisch unser erstes Eis. In diesem Jahr eigentlich, ne? Ja. Ja. Ja, ja, das ist schon echt komisch. Wir lassen uns das jetzt hier schmecken. Und möchten dann auch nicht weiter dabei gefilmt werden, weil kann sein, dass sie dann aussehen wie Sau und dann muss ich einfach waschen. Aha, naja. Also dann machen wir mal aus. Machen wir mal aus. Angekommen sind wir wieder in unserem Malibu, zu erkennen an, dass hinter mir Malibu steht. Und wir spielen eine Partie. Skippo, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Das heißt, dann dürfen wir ihn nicht ablenken, das kann er nämlich dann wieder nicht. Ja, weil wie gesagt, wir haben es gerade mal 10 vor 4 und wie gesagt, schöne Stadt war es auf jeden Fall, das kann man sagen. Ja. Also... Kann losgehen, wir wollen spielen. Ja, wir dürfen nicht mehr weitermachen. Gut, ich muss euch zur Hand, aus der Hand legen, weil er möchte verlieren. Ich verliere gar nicht. Wir haben unsere zwei Partien beendet. Er hat gewonnen. Aber er auch. Ja. Er hat das Spiel nicht verstanden. Er hat nämlich gewonnen. Nur mal die Sonnenbrille da wegpacken, sorry. Also mittendrin durch die Kamera. Ja, das muss manchmal sein. Ja, wir haben auch nur zwei Partien gespielt, wir wollten uns nicht länger machen. Und jetzt gibt es spanische Kartoffeln, das heißt Viva España. Mal sehen, ob wir auch gleich Spanisch können, mal sehen. Das können wir jetzt schon. Una cerveza, por favor. Dabei trinke ich gar kein Bier. Una aqua, por favor. Möchtest du ein Wasser? Ja. Na, dann bekommst du dein Wasser. Der hat er verstanden. Ja, wir werden jetzt erstmal wieder ganz normal anfangen, Essen zu kochen. Und ja, dann werden wir den Abend auf jeden Fall gut ausklingen lassen. Und morgen geht es weiter Richtung Bodensee. Genau, für heute war es hier sehr schön. Ja, es ist auch noch sehr schön. Immer mal wieder. Zwischendurch mal ein bisschen geregnet. Aber. Ja, aber jetzt ist schon wieder strahlend blauer Himmel teilweise. Also wir lassen uns schon gut gehen. Und jetzt werden wir wieder kochen. Und dann ab geht's. Kochen, essen. Yam, yam. Und leckeren Wein dazu. Das auf jeden Fall. Essen fertig. Lecker. Genau. Wir haben, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal. Ich gehe davon aus. Also wir haben wieder Mischgemüse, Schweinemedaillons, weil das hätten Kartoffeln. Wir auch sonst im Restaurant gehabt. Du hast noch einen Salat. Ja, genau. Ich nicht. Muss nicht sein. Du magst nichts Gesundes, ich weiß. Ich habe ein Möhrchen da. Ja. Oh, guck mal. Dosenmöhrchen. Sogar mit Erbsen. Die Mohrrübe ist schlecht, die ist grün. Die ist grün. Und dazu natürlich unsere guten Weine. Und die müssen natürlich auch sein. Und in diesem Sinne stoße ich jetzt an. Ja, ich auch, wenn ich mein Glas finde. Genau, und dann sagen wir Prost. Prost.
Lecker gegessen haben wir. Genau, abgewaschen auch, also die Pflicht auch getan. Abgetrocknet ist auch. Ja. Ja, genau. Bisschen. Wie man sieht, wir haben uns das etwas gemütlich gemacht. Genau, wir wollen nämlich jetzt hier noch ein bisschen was schauen. Dafür haben wir nämlich unseren Router, damit wir immer schön Internet hier haben. Genau. Und wir sind so dreist und haben eine Apple TV Box einfach bei, weil dieser Wagen hat ja einen Fernseher an Bord. Genau. Und deshalb schauen wir jetzt einfach mal unsere Lieblings-YouTube-Dinge, die jetzt gerade online sind. Gerne natürlich mal Iris und Uwe, aber da kam heute noch nichts. Nee, ich vermute mal, da wird auch heute nichts mehr kommen. Glaube ich auch nicht mehr. Dann haben wir die Autodoktoren, Kostas Kind, ja, diesen komischen Schweizer, den gucken wir auch. Dann gucken wir andere Sachen. Also wir gucken mal sehr viel, das macht immer Spaß. Unterwegs geht das sehr gut, auch mit LTE, muss man echt sagen, top Sache. Das ja. Ist super, ist das. Und wenn wir mal richtig Langeweile haben, gucken wir zur Not einen Film. Das geht natürlich auch. Genau. Ja, und deshalb werden wir uns für heute verabschieden. Wir werden hier heute nichts mehr weiter drehen. Wir wissen auch nicht, wie das jetzt hier weitergeht. Wir haben einfach keinen Plan, wir lassen uns einfach überraschen. Genau, und ihr mit Sicherheit auch. Also von daher, wir sehen uns morgen. Jetzt geht's schlafen. Gute Nacht. Tschö. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gut genächtigt hier in Mannenstadt. Männerstadt? Nee, Münnen. Münnenstadt. Wir werden es euch einfach einblenden. Ja, genau. Boah, ich keine Ahnung, wie die Stadt jetzt hier Quakende ist. Frösche hatten wir mal wieder über Nacht, aber das ging eigentlich. Ich dachte also, schon, wir wären in Wittingen wieder. Ja. Ja, der Parkplatz ist wirklich sehr gut besucht. Unsere direkten Nachbarn sind sogar schon weg. Die fahren weiter. Ja, es ist ein reiner Durchreiseparkplatz, muss man halt ganz ehrlich sagen. Ja, weil ja auch eine Bundesstraße genau da hinten lang geht. Aber also, das in der Nacht stört es echt nicht. Also das ist alles gut. Das ist zum Ausruhen und zum Schlafen dann und zum Weiterfahren für den nächsten Tag super geeignet. Genau, Strom gibt es, Versorgung gibt es, also Entsorgung gibt es auch. Da fahren genau. Wir nämlich jetzt hin. Mhm. Wir haben es jetzt 9.30 Uhr. Wir wollen heute Richtung Konstanz fahren und eigentlich die Grenze überqueren. Wir schauen mal, ob das klappt. Das werden wir dann genau. Schauen. Jetzt fahren wir erstmal noch einkaufen, damit wir fürs Wochenende alles haben. Ja, und also jetzt heißt es entsorgen, also Wasser entsorgen. Erstmal räumen hier, runterfahren von den Keilen, entsorgen. Versorgen brauchen wir nicht. So viele Sachen, die wir jetzt erledigen genau. Müssen. Und dann geht es los. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.